Herzlich willkommen, ihr Neugierigen da draußen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Frank Göring und habe die Freude, euch mit Mathematik zu begeistern. Ich hoffe, dass mir das gelingen wird. Zu meiner Person, ich bin Mathematiker an der Technischen Universität Chemnitz, mache dort wissenschaftlich Graphentheorie, halte aber auch Vorlesungen und Übungen und bin auch gerne in der Öffentlichkeitsarbeit tätig. Insbesondere mache ich gerne Begabtenförderungen und bin auch so ein bisschen für die Mathe-Olympiade-Aufgabenklasse 9 und 10 verantwortlich. Also wenn ihr da Probleme habt, dann ist das vielleicht meine Schuld. Wir wollen aber jetzt in den Ferien was anderes Spannendes machen, was vielleicht nicht so kompliziert wirkt im ersten Moment, dafür aber eben fetzig ist und so ein anderes Licht auf die Mathematik wirft. Ich habe hier zwei Kugeln in der Hand. Das sieht so aus, als wollte ich heute räumliche Geometrie machen. Das habe ich aber gar nicht vor. Wir befinden uns hier im Industriemuseum, im Kleinkindbereich. Und das Industriemuseum hat uns gestattet, hier die Sachen zu machen. Und in diesem Kleinkindbereich habe ich hier so einen riesen Kasten. Und der hat natürlich mit den Murmeln was zu tun, weil das ist so eine Murmelbahn, die man zusammenbauen kann als Papa mit seinen kleinen dreijährigen Kinderchen. Und dann ist ja immer die spannende Sache, ich lasse hier eine Murmel reinfallen, zum Beispiel hier oben. Und dann ist die spannende Frage, wo kommt sie raus? Da ist hier auf der Seite ein Loch, bei mir ist aber auch noch eins. Lasse ich die hier reinfallen, kommt es aus diesem Loch raus. Jetzt habe ich aber noch ein zweites Startloch oben. Und ich könnte auch ausprobieren, was passiert, wenn ich das hier oben reinfallen lasse. Kommt es da auch wieder hier raus? Nee, in unserem Fall kommt es dann bei mir raus. Und da haben wir also schon diese spannende Zuordnung. Das ist also eine Funktion. Nämlich, die bildet ab, in welches Loch stecke ich die Kugel rein? Aus welchem Loch kommt sie raus? In welches Loch stecke ich sie rein? Wo kommt sie raus? Also wir probieren das nochmal. Bei einer Funktion muss die Zuordnung eindeutig sein. Es kann also jetzt, könnte passieren, dass es schief geht, aber probieren es. Jawohl, es ist immer dasselbe Loch, wo die Kugel rauskommt, wenn ich sie oben reinwerfe. Und vorne wäre es auch so. Ich habe also hier, um ein bisschen was anzuschreiben, so einen Flipchart. Und hier noch so einen Monitor, auf dem ich dann, jetzt habe ich natürlich zu früh umgeschaltet, so einen Monitor, auf dem ich dann ein bisschen spielen kann mit Funktionen letztendlich. Und dann habe ich hier mir gegenüber, als Vertreterin von allen Zuschauern, von euch Neugierigen, habe ich die Efi, die mir dann immer wieder ihre Fragen stellen wird. Hoffentlich nicht zu intelligente, sonst kriege ich nicht raus, was ich antworten soll. Na, aber wir kriegen das vielleicht gemeinsam hin. Es sind ja auch Ferien, wir wollen hier nicht zu komplizierte Sachen machen, sondern eher ein bisschen Spaß dabei haben, mit Funktionen zu spielen. Okay, ich hatte die Efi vorhin gefragt, die hat so im Hintergrund so ein paar schöne Zebras stehen, dass sie die Zebras mal zählen sollte. Kriegt sie das nochmal hin? Möglicherweise. Zählen kriege ich hin. Also es sind genau 5 Zebras. Genau. Und jetzt hat sie das natürlich auf eine bestimmte Art und Weise gemacht. Jetzt ist die Efi schon klug und kann das im Kopf. Aber das ist so der zweite Moment, bei dem man mit Funktionen in Berührung kommt. Das ist dann später im Kindergarten, lernt man nämlich das Zählen. Am Anfang ist das so ein Gedichtchen aufsagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das nennt man aber noch nicht Zählen, auch wenn da schon die Eltern immer sehr glücklich sind. Ich war da auch schon viermal glücklich, dass das gut geklappt hat. Wenn das klappt. Zählen ist halt genau dann, wenn man noch mehr macht. Das heißt also, ich nehme diese Zebras zum Beispiel und sage, das ist Zebra Nummer 1, 2, 3, 4, 5. Ich weise also den einzelnen Zebras jeweils einen Funktionswert zu, die ersten paar natürlichen Zahlen. Das nennt sich Zählen. Und das ist also eine Situation, in der schon kleine Kinder, also ihr habt das schon früher auch mal gemacht, ad hoc eine Funktion konstruiert. Das heißt also so richtig schön, das sind so die ersten Funktionen und ihr achtet außerdem noch auf sehr interessante Sachen. Nämlich achtet ihr auf, habe ich denn jetzt wirklich alles gezählt? Und habe ich jetzt nicht irgendwas doppelt gezählt? Das heißt also, wenn ich die Funktion so rum betrachte, dass jede der ersten paar natürlichen Zahlen ein Zebra zugeordnet kriegt,
dann muss ich natürlich darauf achten, dass ich nicht irgendwie in Zebra doppelt gezählt habe, also zweimal das S-Funktionswert aufkommt. Und ich möchte aber auch, dass alle Zebras erwischt werden. Das sind dann schon sehr komplizierte Namen, die man diesen beiden Eigenschaften geben kann. Das ist injektiv und surjektiv. Überraschenderweise sind nur die Namen kompliziert, denn ihr könnt das ja alle schon. Gut, Funktionen. Wenn man ein bisschen später in der Schule ist, kommt man eben auf die Idee, dass Funktionen irgendwie sowas mit Rechnen sein könnten. Ne? Da steht dann hier irgendwie so f von x ist gleich und dann steht da so x plus 7 zum Beispiel, wenn wir jetzt hier so eine einfache Funktion mal nehmen wollen. So, dann wird gesagt, okay, ich mache ein Koordinatensystem und dann versuche ich da die Funktion zu visualisieren. Ja, und dann sieht die irgendwie, da zeichnet da irgendwer so eine Linie ein. So, was hat das jetzt mit dem, was wir ganz am Anfang gemacht haben, eigentlich zu tun? Naja, im Wesentlichen ist diese Linie da nichts anderes als diese komische Box, wo wir die Murmeln reingeschmissen haben und wo dann die Murmeln irgendwo rauskamen. Wenn nämlich das hier jetzt meine X-Achse ist, das hier meine Y-Achse ist, dann mache ich einfach nichts anderes als so eine Murmelbahn. Angenommen, hier wäre die 1. Ja, und dann verfolge ich mal die 1, wie sie so durch mein Diagramm wandert. Ich laufe hier nach oben und laufe hier nach rechts und komme dann raus. Ja, jetzt müsste ich wissen, was ich hier eigentlich dran schreiben soll. Ja, 1 plus 7, da müsste hier eine 8 rauskommen. So, das macht ihr aber später in der Schule und wir haben jetzt keine Schule. Also vergessen wir das mal für den Moment und behalten den Gedanken, dass Funktionen eigentlich was ganz Einfaches sind und nicht so was Kompliziertes. Okay? Es gibt ganz viele Funktionen, wenn ihr später mal wieder in die Schule gehen dürft und setzt euch auf eure Plätze, dann ist das auch eine Funktion, nämlich welcher Platz zu welcher Person gehört, ne, zu welchem Schüler. Dann beim Sport gibt es diese Abzählfunktion, wo man abzählt und dann je nachdem, die Geraden kommen in die eine Mannschaft, die Ungeraden in die andere. Da werden also überall werden solche Funktionen, die sehr einfach sind, verwendet und es ist eigentlich gar nicht so klar, dass das was Kompliziertes sein muss. Nur in der Mathematik sieht es immer kompliziert aus. Okay, ich habe also mir gedacht, gucken wir uns mal ganz andere Funktionen an. Wir wollen ja nicht Schule machen, sondern was entdecken, was Neues. Und zwar Funktionen, das sind sogenannte Ähnlichkeitsabbildungen. Was verstehe ich unter einer Ähnlichkeitsabbildung? Naja, ich habe hier ein Programm, was Ähnlichkeitsabbildungen machen kann. Ihr habt zu Hause vielleicht Kopierer, die können das auch. Das heißt also, ich lege irgendein Bild auf den Kopierer und sage, mach mir das mal auf Format A5 oder groß oder klein. Und dann sieht das Bild, was ich kriege, so ähnlich aus wie das vorhergehende. Ich habe hier jetzt ein relativ einfaches Grafikprogramm frei verfügbar eigentlich zur Verfügung, mit dem man Ähnlichkeitsabbildungen sehr schön darstellen kann. Ich fange einfach mal an und mal hier ein Rechteck. Okay? Das ist jetzt so ein Bild und jetzt will ich mal gucken, ob ich damit eine Ähnlichkeitsabbildung zaubern kann. So, dazu packe ich das in eine Gruppe. Das ist nur, damit ich zu dem Rechteck später noch was dazu malen kann. Und jetzt hat mein Grafikprogramm hier dieses Klonen, Klon erzeugen. So, und dann habe ich hier einen Klon von dem Rechteck. So, und bis jetzt sehen die beiden Rechtecke gleich aus. Ne? Die beiden Rechtecke haben die gleiche Größe, gleiche Form, gleiche Farbe. Wenn ich jetzt hier ein bisschen dran rumdrehe, dann sehen die immer noch gleich aus, liegen aber schon nicht mehr gleich. Und wenn ich die jetzt so ein bisschen noch verkleinere, dann muss ich aber darauf achten, dass ich es richtig mache, dann sind die entsprechend kleiner oder größer, aber die Form bleibt erhalten. Okay, also hier das Original, da das große Rechteck. So, jetzt ist natürlich die Situation die, das große Rechteck ist jetzt ein Klon des kleinen Rechtecks. Das heißt also, jedem Punkt in dem kleinen Rechteck wird auch ein Punkt in dem großen Rechteck zugeordnet. Und umgekehrt, das heißt, wenn ich jetzt in das kleine Rechteck was male, taucht das in dem großen Rechteck auch wieder auf.
Naja, da probieren wir mal, da was reinzumalen. Mache ich hier so einen Kreis rein, dann passiert erstmal nichts, weil ich den nicht reingemalt habe, sondern nur drauf. Aber jetzt male ich ihn rein und da sehen wir, aha, der Kreis ist jetzt in dem Rechteck aufgetaucht. Ich kann, ja, es ist kein Kreis geworden, sondern eine Ellipse, das ist nicht schlimm. Ich kann den hier hin und her schieben und in der Funktion, in dem Bild der Funktion, was jetzt mein großes Rechteck ist, passiert genau das Gleiche wieder. Okay, kann jetzt also mit dieser Ähnlichkeitsabbildung, denn das Große sieht so ähnlich aus wie das Kleine, kann ich also ein bisschen rumspielen und gucken, was da so passiert. Nun sind Ellipsen schon ziemlich komplizierte Sachen. Okay, also versuchen wir es mal mit einfacheren Sachen, die ich hier reinmale. Schieben wir mal die Ellipse raus oder lassen sie mal verschwinden wieder und fangen mal mit einer Geraden an. So, in der Tat, die eine Gerade entspricht jetzt in dem Bild der anderen Gerade. Ich schiebe das nochmal so ein bisschen, dass das eine auf dem Blatt liegt, das andere daneben. Das heißt also, ich habe hier jetzt eine Gerade und aus einer Geraden wird wieder eine Gerade. Also können wir schon mal merken, Ähnlichkeitsabbildung, wir wollen uns mal ein paar Eigenschaften zusammenstellen, damit wir diese Abbildungen, mit denen wir heute spielen wollen, diese Funktionen so ein bisschen verstehen. Sag mal, Frank, ich quatsch einfach mal dazwischen. Ne? Aber gerne. Wozu brauche ich denn jetzt eigentlich Ähnlichkeitsabbildungen? Also du hast es ja so schön erklärt, das ist auch mit den Funktionen im Klassenzimmer, dass es ganz einfache Sachen sind. Aber sag mir doch mal als Mathematikliebhaber, warum brauche ich das denn überhaupt? Wo begegnet mir das im Alltag? Naja, im Alltag begegnet mir das, wie schon gesagt, zum Beispiel, wenn ich irgendwas kopiere, groß kopiere, klein kopiere, wenn ich Bilder mache, sind die hoffentlich ähnlich und nicht verzerrt. Ne? Also schon allein, wenn ich jetzt hier abgebildet werde, na gut, da fehlt noch eine dritte Dimension, aber im Wesentlichen ist das Bild, was ihr seht, natürlich nicht so groß wie ich. Das hängt nämlich von eurem Fernseher ab, wie groß das ist. Und die Hoffnung ist aber, dass die Bilder alle ähnlich sind. Das heißt also, gerade wenn es jetzt um Bilder geht, braucht man Ähnlichkeitsabbildungen und es ist ganz hilfreich, die zu verstehen. Es ist aber auch, wenn ich jetzt irgendwas konstruiere, dann wähle ich natürlich auch immer eine Einheit und male das gar nicht so groß, wie es in der Realität ist, sondern eben entsprechend verkleinert. Aber ich möchte gerne, dass das so ähnlich aussieht wie das große Original, damit ich dann mit der Bauzeichnung was anfangen kann. Okay. Ja, die sind also wirklich fast überall, wo man jetzt irgendwas konstruiert, wo man irgendwas plant, aber eben auch, wenn man Bilder bearbeitet, wir werden eher mit Bildern rumspielen, sind die dann immer spaßig. Aber bevor wir damit ein bisschen rumspielen, wollen wir wenigstens ein bisschen wissen, was die denn so eigentlich genau machen oder auch nicht machen. Gut, also ich habe jetzt hier mal so ein Rechteck, wie gesagt, gemalt und so ein Rechteck wird zu einem Rechteck, aber schon wenn ich mit den einfachsten Sachen anfange, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das bei der Mathematik macht, mit so den einfachsten Objekten anzufangen und so die einfachsten Objekte sind Punkt und Gerade. Naja, und dann hat man hier jetzt also quasi eine Gerade, die wird wieder zu einer Gerade. Das heißt also, wenn ich mal notiere, so, dann habe ich hier gesehen, Geraden bleiben Geraden. So, ja, dann können wir ja, was haben wir noch für schöne Sachen da? Wir könnten ja jetzt mal auf der Gerade noch irgendwie einen Punkt festlegen. Also hier, ich mal jetzt einfach mal ein bisschen hier drin rum. Ja. So, hier haben wir jetzt einen ganz fetten Punkt, hier haben wir einen ganz fetten Punkt. Ja, Punkte bleiben Punkte. Kreise sollten auch Kreise bleiben. Jetzt sind die nur nicht aufgetaucht, weil ich die wieder draufgemalt habe. Jetzt werden sie mit abgebildet. Na, da sind sie jetzt abgebildet. Kreise bleiben Kreise, Ellipsen bleiben Ellipsen. Und ja, eine Sache, die wir vielleicht dann auch noch mal später beleuchten werden, das ist,
Ja, wenn ich jetzt aus diesem Ding ein Dreieck mache, machen wir mal ein Dreieck draus, indem wir hier noch eine Strecke hinzufügen. Dann bleibt die Form von dem Dreieck natürlich erhalten, also nicht nur das, was wir zählen können. Also wir können ja zählen, hier die Ecken, 1, 2, also 1, 2, 3. Wir können also die Ecken zählen, die bleiben natürlich erhalten. Aber was natürlich noch interessant ist, es bleibt auch hier, wenn ich hier beim Original gucke, habe ich hier einen Winkel. Und bei dem Bild unter der Ähnlichkeitsabbildung taucht auch ein Winkel auf. Und dieser Winkel hier, der bleibt auch gleich. Was noch gleich bleibt, also wir könnten hier sagen, Winkel bleiben gleich groß. Das kann zwar keiner lesen, aber ich habe es jetzt erstmal aufgeschrieben. So, jetzt könnte ich natürlich behaupten, könntet ihr natürlich sagen, das glaube ich jetzt nicht, dass die Winkel gleich groß geworden sind, geblieben sind. Dann probieren wir es halt mal aus. Das heißt also, ich nehme jetzt hier dieses Ding und schiebe das mal hier ran und will die beiden Winkel vergleichen. Na, dann muss ich es halt noch ein bisschen drehen. Dann drehe ich das mal hier um den Eckpunkt. Und ja, passt. Okay, die Winkel sind gleich groß geblieben. So, das ist also schon mal praktisch. Winkel bleiben gleich groß. Und was außerdem noch gleich bleibt, das sind die Längenverhältnisse. Na, wenn ich mir jetzt vorstelle, das hier ist irgendeine Länge, dann entspricht die Länge dieser hier. Ich könnte also jetzt mal ein paar Buchstaben dran kritzeln. Nennen wir die hier mal A. Und dann haben Mathematiker so eine dämliche Angewohnheit, die mögen nicht so viele Buchstaben verwenden. Das heißt also, ich könnte jetzt hier die andere Länge, ich mache mal das Rechteck, das stört jetzt nur, das mache ich mal weg. Ich könnte jetzt hier die andere Länge mit B bezeichnen, ne? Aber wenn ich die mit B bezeichne, ist irgendwie nicht so richtig klar, dass die Länge hier zu der Länge gehören soll. Und deswegen mache ich das nicht. Sondern ich nehme da wieder A. Wenn ich also hier A dran schreibe, dann ist das verwirrend, weil die sind ja gar nicht gleich lang. Also das wäre doof. Aber ich möchte sowas wie A dran schreiben und dann machen die einfach mal A'. Okay? Das heißt also, ich habe jetzt im Original habe ich eine Länge, das hier ist die Länge A und der Länge entspricht eben die Länge A'. So, und dann habe ich in dem Original eine Länge B. Und ja, jetzt habe ich das B gleich in das Original reingeschrieben und da seht ihr, hier taucht tatsächlich das B automatisch auf im Bild. Ja, nur wäre das natürlich tragisch, wenn das tatsächlich dieselbe Länge wäre, sondern das ist ja die entsprechende Länge. Deswegen wollen wir das nicht im Bild haben. Also schreibe ich es nur da dran. Und hier die Länge ist zwar auch sowas wie B, aber eben sie entspricht nur der Länge B, also unter unserer Funktionsanwendung. Wenn wir also unsere Funktion anwenden, wird aus der Länge hier die Länge B', eine andere Länge. Das seht ihr. So, also Variablen sind was ganz Schreckliches, aber warum nehmen wir eigentlich Variablen? Weil sonst müsste ich immer sagen, naja, das hier ist die kürzeste Seite, also die kürzeste Seite des einen Dreiecks entspricht der kürzesten Seite hier in dem abgebildeten Dreieck. Die mittlere Seite entspricht der mittleren und die lange entspricht der langen. Und jetzt bin ich natürlich zu faul, das auszumessen. Mathematiker versuchen immer mit möglichst wenig Operationen zum Ziel zu kommen. Und deswegen sage ich, okay, ich könnte es ausmessen, dann käme irgendeine Länge raus, nennen wir sie einfach A. Ich könnte das hier ausmessen, dann käme irgendeine Länge raus, nennen wir sie einfach B und so weiter. Und jetzt kann ich dieses, dass die einander entsprechen, auch hinschreiben. Und zwar das will ich aber so schreiben, dass man es lesen kann. Das Verhältnis A zu B, das Seitenverhältnis ist gleich A'
zu D-Strich, die Seitenverhältnisse. Darf ich dir kurz sagen, dass du eine sehr charakteristische Schrift hast? Ja, habe ich. Das B meinst du? Ja, machen wir mal hier noch so, dass es aussieht wie ein B. Also, oder wir könnten das auch, um die Entsprechung noch deutlicher zu machen, andersrum schreiben. A zu A-Strich ist gleich B zu B-Strich. Okay, das heißt also, so Verhältnisse, Längenverhältnisse bleiben auch gleich. So, dann gibt es noch was, was uns bei solchen Ähnlichkeitsabbildungen, es gibt nämlich noch was Schrecklicheres als Ähnlichkeitsabbildungen, was uns da noch auffallen kann, und zwar mache ich jetzt zwei Geraden und bilde die gleich automatisch mit ab. Und wenn ich die ungefähr parallel male, bleiben die auch parallel. Das heißt also, Parallelen werden auch wieder als Parallelen abgebildet. Na, aber das Wichtigste für Ähnlichkeit ist genau diese Gleichung hier, dass also entsprechende Strecken sich entsprechend verhalten von der Länge her, dass es halt nicht verzerrt ist. Wir hatten zu Beginn, als wir hier alles aufgebaut hatten, das Problem, dass eben genau diese Verzerrung nicht funktioniert hat. So, jetzt ist das natürlich alles irgendwie noch sehr theoretisch. Eigentlich wollte ich ja damit spielen. Und das ist ja genau das, was ich machen kann. Ich kann ja hier in solche Ähnlichkeitsabbildungen irgendwie reinmalen und kann dann eben damit auch lustige Sachen machen. Also beispielsweise kann man, wenn man so eine Abbildung hat, Muster produzieren. Ja, also jetzt versuchen wir mal ein bisschen künstlerisch tätig zu werden, mehr oder weniger, mithilfe von Ähnlichkeitsabbildungen. So. Ich nehme jetzt einfach mal, das hier ist ungefähr so ein DIN-Formatblatt, und fülle das mit so einem Rechteck. Oh, da haben wir hier schon, ihr seht das, das Bild von dem Rechteck ist jetzt ganz schön groß geworden. Ich hätte gerne eine andere Ähnlichkeitsabbildung, nämlich so eine, wo das Bild kleiner ist. Am besten noch kleiner. Und ja, mir wäre es natürlich am liebsten, wenn das Bild so ähnlich aussieht, also hier zu diesem ursprünglichen Blatt passt. Sag mal, gibt es kostenlos irgendwie im Internet Software, die ich nutzen kann und das so wie du machen kann? Oder muss man sich da irgendein Programm für kaufen? Also man muss sich da kein Programm für kaufen. Das ist die Software, mit der ich hier jetzt arbeite. Die ist frei verfügbar. Die haben wir gerade eben auf dem Rechner installiert, kostenlos. Das ist in dem Falle Inkscape. So, jetzt habe ich also hier den Klon und der sieht jetzt, der ist jetzt so ähnlich. Wie gesagt, das ist hier DIN-Format und ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt beim DIN-Format. Wenn ich ein DIN A4-Blatt nehme und falte das, dann kriege ich ein DIN A5-Blatt. Das heißt also, das hier wäre jetzt auch wieder DIN-Format, nur eine Nummer größer. Und das bedeutet also, das müsste zweimal hier reinpassen. Probieren wir das mal aus. Eins. Und da passt es zweimal da rein. So, also hier haben wir ein DIN A4-Blatt und zwei DIN A5-Blätter. Und die sind auch noch so schön miteinander verknüpft, dass wenn ich auf das eine was male, wenn ich auf das eine Blatt was male, dann taucht das jetzt auf beiden anderen Blättern auf. Also erstmal. Okay. Jetzt ist mir das natürlich ein bisschen langweilig, dass die beiden Blätter so rumliegen. Dann nehme ich mal das hier und drehe es nochmal rum und setze es verkehrt rum unten dran. Dann sieht das jetzt so aus. So, und dann gibt es noch was Wichtiges zu Funktionen, was man eben gerne machen kann. Und zwar, wenn das, was ich hier kriege, als Ergebnis der Funktion, wieder zu dem passt, was ich als Original hatte, das heißt also, wenn ich hier ein Bild nehme, wende meine Funktion ab an die Ähnlichkeitsabbildung, kriege ich wieder ein Bild, dann kann ich hier das Bild dort wieder reinpacken. Okay, das wollen wir mal probieren, was da passiert, wenn ich jetzt das Bild der Funktion wieder als
Argument nehme, wenn ich sozusagen die Murmelbahn, die Ausgänge wieder mit den Eingängen von der Murmelbahn verknüpfe. So, dann nehme ich halt hier den ganzen Kram, verdopple das und dann habe ich hier, lege ich sozusagen das Ergebnis meiner Funktion das Ergebnis meiner Funktion auf das, was ich in die andere reinstopfen will. Jetzt muss ich es natürlich nicht nur rauf, sondern reinlegen. Also ich zeichne das jetzt auf das Blatt. Aha, und das seht ihr. Aus meinen zwei DIN A5 Blättern sind jetzt schon 4 DIN A6 Blätter geworden, die auch entsprechend wieder zusammengebastelt sind. So, das kann man nochmal machen. Ja, jetzt habe ich. Bin ja noch auf dem Blatt. Jetzt habe ich direkt aufs Blatt gemalt. Jetzt habe ich also wieder eine Kopie von der Situation und mache dasselbe nochmal. Nicht getroffen. Sieht aber interessant aus. Ja? Sieht interessant aus, wenn ich jetzt auch noch treffe. Dann habe ich so ungefähr, ich habe ja jetzt frei Hand gezeichnet, so eine Zerlegung, eine krumme und schiefe von meinem ursprünglichen A4-Blatt in 16 solche Sachen. So, und dann gibt es einen lustigen Trick von MC Escher, der hat die verwendet, hier habe ich ja so eine Parkettierung von dem Blatt schon, um aus der Parkettierung noch interessantere Figuren zu machen, nämlich kann ich, das wollte ich nicht. An dem Blatt natürlich die Form ändern. Ne? Hier sehe ich also quasi, jetzt habe ich die Form geändert. Und jetzt kriege ich plötzlich eine Zerlegung mit anderen Formen. Ich muss halt nur hier die entsprechende Form auch. Warum habe ich eigentlich hier zwei Blätter? Muss nur die entsprechenden Formen auch anpassen. Das heißt also, man kriegt da lauter schöne Muster hin. Und ich will euch da nochmal was zeigen, wo das auch eine Rolle spielt, also wo genau dieses Bilden von Mustern und dieses Malen mit diesen Blättern, mit diesen Ähnlichkeitsabbildungen eine Rolle spielt. Das ist, da sind wir nochmal woanders hingegangen, das sind die Penrose Tilings. So, ich habe jetzt auch mal ein bisschen Spielzeug mitgebracht. Das stammt bei uns aus der Spielmalzkiste. Im Prinzip kann man sich das auch runterladen. Und zwar handelt es sich hier um solche Penrose Tilings. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen schrecklich, aber es sind einfach nur Rhomben. Und die sind bedruckt. Und man muss ja darauf achten, wenn man die zusammenlegt, dass das Muster passt. Hier passt es jetzt gerade nicht. Wenn ich die beiden also zusammenlegen soll, dann passt das nur so. Jetzt kann ich probieren mit diesen Teilen eben ein Muster zu legen und kann versuchen, das immer größer werden zu lassen. Hier passt es wieder nicht, naja, da müssen wir halt so rum und so weiter. Aber was hat das mit Funktionen zu tun? Na, ich kann die jetzt rumdrehen und jetzt passiert nämlich Folgendes. Wenn ich die alle rumdrehe, dann kriege ich wieder ein Muster. Und auch da passen die Teile zusammen. So, jetzt haben wir das rumgedreht. Und jetzt sehe ich aber zum Beispiel hier so einen Rhombus, der sieht so aus wie der hier. Das heißt also, ich habe
der sieht so ähnlich aus wie der. Ich habe also eine Abbildung, die mir den hier in den hier überführt, könnte man sagen, eine Ähnlichkeitsabbildung. Und mit diesen Ähnlichkeitsabbildungen wollen wir dann mal spielen. So, jetzt ist es natürlich so, dass man diese ganzen schönen Teile nicht zum Spielen da hat. Ja, also man kann sich zwar die Formen im Internet runterladen, wenn man Spielmatzkiste eingibt, ist das bei uns auf der Fakultätsseite zu finden. Aber man hat die halt nicht zum Anfassen. Und da ist natürlich auch praktisch, wenn man genau diese Ähnlichkeits- oder anderen Abbildungen verwendet. Denn da hat man die Möglichkeit, solche Teile sich einfach zu malen und mit den Teilen dann eben zu puzzeln. Die sind jetzt gar nicht so sehr dekoriert. Aber wenn ich jetzt hier so ein Teil nehme, kann ich das eben verdoppeln und kann das eben drehen um, jetzt habe ich was Falsches gemacht, bearbeiten. Ich wollte es ja gar nicht skalieren, ich wollte es drehen und kann das eben auch wieder ansetzen und kann versuchen, dort eben so ein Puzzle zusammenzulegen. Das ist natürlich spannend, wenn wir jetzt diese schöne Dekoration haben, aber das, was wir vorhin gemacht haben, funktioniert ja auch. Jetzt schmeißen wir mal den wieder weg. Nämlich habe ich hier eine Ersetzungsregel. Das heißt also, ich habe hier einerseits unten die großen Teile und wenn ich in so ein großes Teil was reinmale, wir wollen es mal erkennen, dass das jetzt auch wieder lauter Ähnlichkeitsabbildungen sind. Also ich betrete hier diesen Rhombus und male da einfach mal ein Kreischen rein. Wieder so ein lila Kreis und dann sehe ich, aha, ich habe hier jetzt tatsächlich schon zwei ähnliche Rhomben und die hängen auch mit den ursprünglichen zusammen. Na? Dann habe ich hier so ein Drachenviereck, was so wie so ein Segelflieger aussieht. Und auch das ist durch eine Ähnlichkeitsabbildung dann in klein nochmal vorhanden. So, genauso sieht es aus mit dem grünen und dem violetten Rhombus. So, jetzt habe ich natürlich hier leider Unfug reingemalt. Den schmeißen wir wieder weg. Und wir haben jetzt also die Situation, wir haben also hier Originale und hier lauter Ähnlichkeitsabbildungen, also die Bilder von den Ähnlichkeitsabbildungen, von den Funktionen, die mir die Punkte hier in diese überführen oder die Punkte von hier dorthin oder die Punkte von hier dorthin und so weiter. So, und jetzt ist natürlich das Spannende, was könnte ich denn jetzt mal auf die Teile malen, was ein bisschen interessanter aussieht als meine komischen Kreise, die ich immer gemalt habe. Na, ich könnte einfach die Bilder, die ich hier in den Ähnlichkeitsabbildungen habe, auf die Teile malen. Also mache ich wieder diesen Trick, ich verdopple das Ganze und schiebe jetzt mal die Bilder hier drauf. Machen wir mal rückgängig. Ich war noch in einem Teil, also ich verdopple und schiebe die Bilder hier drauf. Okay, das ist erstmal, jetzt liegen die nur drauf, jetzt will ich die aber wirklich in das Teil reinmalen, was sie gerade verdecken jeweils. Und da tauchen die tatsächlich auch in den Kopien auf. Kann ich sogar das alte Teil wegschmeißen. Ja, das kann ich natürlich auch hier wieder machen. Du machst das ja jetzt alles digital mit dem Programm, ne? Genau. Könnte ich das auch alles händisch machen? Also mit richtig klassisch, so mit Geodreieck und Lineal? Da wird es natürlich spannend. Wenn ich das händisch mache, dann dauert das ja eine Weile. Das war der Grund, warum wir diese Penrose-Tilings in dieser Umdrehform hatten. Denn das, was hier jetzt gerade passiert, diese Inflation, wo ich also quasi die Kopien in die Originale reinmale, das kann ich machen, indem ich es rumdrehe, weil ja die verkleinerten Kopien auf die Originale draufgedruckt. Das heißt also, dieses Rumdrehen ist genau das, was ich hier jetzt also aber mit einem anderen Muster eben mal ausprobiere, was da passiert. Wenn ich das aber händisch konstruieren will, dann habe ich natürlich ganz schön viel zu malen, weil das ja sehr viele Funktionen sind.
Ja, also. Aber gehen würde das schon, das würde halt nur um ein Vielfaches länger dauern. Richtig. Und ich würde sehr lange sitzen und konstruieren. Schön. Und dann, da ist es. So, und jetzt ist. Ich muss immer noch auf die Enf-Taste. Jetzt habe ich natürlich nicht getroffen. So, und jetzt kriege ich also hier mehr Teile. Okay. Ja, wer hindert uns daran, dieses Spiel nochmal zu spielen? Ja. Also, ich nehme jetzt das Ganze, verdopple es wieder. Und nehme mir die Ergebnisse meiner vielen Ähnlichkeitsabbildungen. Das werden ja jetzt jedes Mal mehr Ähnlichkeitsabbildungen. Es sind ja immer mehr Teile. Und lege die wieder auf die Argumente drauf. Also erstmal das eine, Erstmal das eine Teil. Passt. Brauchen wir das alte nicht mehr. Dann das nächste. Passt. Dann das nächste. Und taucht dann immer wieder auf an der richtigen Stelle. Machen wir nochmal. An der richtigen Stelle. Und dann haben wir hier noch eins. So, jetzt ist das ja ganz clever ausgedacht. Da gibt es also ganz viele Möglichkeiten, das Ganze sich so auszudenken, dass die neuen Teile dann auch wieder an die alten passen. Also quasi so wie das vorher zusammengepuzzelt war, ist das jetzt auch ein Puzzle, die überlagern sich ja jetzt gar nicht. Das heißt also, jedes Mal, wenn ich diese Operation mache, kriege ich hier oben in der obersten Zeile mehr Teile und die legen dann immer die Ebene aus. Das heißt also, hier habe ich zum Beispiel genauso ein Puzzle aus solchen Rhomben, den dicken Rhomben und den dünnen Rhomben, die vorhin im Einspieler zu sehen gewesen sind, und dieses Puzzle, das wächst. Ich kann das ja jetzt, wie gesagt, noch einmal machen. Wenn du da so schöne Muster baust, dann muss ich irgendwie immer an so bestimmte Strukturen aus der Natur oder in der Natur denken, also von Muscheln etc. Das hat ja auch was mit Funktionen zu tun, richtig? Das, insbesondere diese Muster, die man bei Muscheln etc. kriegt, das sind zum Teil ähnliche Muster wie die, die wir hier mit diesen Puzzeln, was wir hier jetzt gerade so spielerisch machen, macht die Natur spielerischerweise genauso. Ne, das heißt also, ich kann ja mal ein anderes Bild mal raussuchen, mal sehen, ob ich da was Passendes. Foderberg. Also wenn wir jetzt schon hier so von Muscheln reden, dann reden wir mal vielleicht auch von Spiralen, ne? Dann gucken wir uns mal hier so ein Bild an, mal sehen, ob das der Rechner mitmacht. Er grübelt und grübelt. Ja, also ich kann vielleicht noch dazu sagen, diese Muster, die wir hier jetzt sehen, die haben eine eigentümliche Symmetrie. Und zwar sind die, jetzt ist es da. Das ist also quasi hier auch das Ergebnis von so einem Substitutionspuzzle. Wenn wir uns das hier mal groß ziehen, dann sieht das also gewissermaßen hier so aus. Das ist übrigens ein sehr interessantes Puzzle oder ein sehr interessantes Muster, weil das was zu tun hat mit Chemnitz. Das sind nämlich hier lauter solche komischen Neunecke. Ich mache es mal noch größer, dass man hier mal so einzelne Neunecke sieht. Also hier zum Beispiel das violette Neuneck hier ist ein Neuneck,
zwar ziemlich krumm und schief und hat hier so Engstellen und all sowas. Aber das hat ein paar komische Eigenschaften. Und zwar hat das die Eigenschaft, dass es von 1, 2 Neunecken schon vollständig umrundet wird. Also jetzt müssen wir mal gucken, welches das am besten macht. Hier das gelbe Neuneck zum Beispiel wird von dem violetten Neuneck und von dem blauen Neuneck eingeschlossen. Das heißt also, wir haben hier eine Figur, die ich so aneinanderlegen kann, dass eine Lücke bleibt, die genauso groß ist wie die Figur, aber nur zwei. So, und das hat Vorderberg erfunden und der ist selber Chemnitzer gewesen. Also das hier sind die Vorderbergschen Neunecke und diese Spirale habe ich auch mit so einem Substitutionstrick, also wo ich einfach immer wieder eine ähnliche Figur, in dem Falle sogar die kongruente Figur, eingesetzt habe, erzeugt, ohne dass ich jetzt, das sind ja schon recht viele. Was war nochmal Substitution? Substitution ist ersetzen. Wir haben ja immer das, was wir in die Funktion reingestopft haben, durch Ergebnis ersetzt. Ne? Entschuldigung, verstehe. Ja. Genau. Wir haben also immer das Ergebnis genommen und haben es wieder in die Funktion reingestopft. Und das machen wir immer wieder. Und dann kommt dann halt zum Beispiel auch so eine Spirale raus. Das ist die sogenannte Vorderberg-Spirale, weil das eine der ersten Ebenenzerlegungen war, die also, wo ich die ganze Ebene ausmalen kann damit, die aber eben nicht diese typischen Kristallstrukturen hat, wo ich jetzt also quasi in eine Richtung verschiebe und dann wiederholt sich's. Ja, das kann man also quasi mit diesen Sachen machen. Und das Vorhergehende, was wir auf hatten, diese Rhombenstruktur, die wird fünfstrahlig, sagt man. Das heißt also, ich habe bei so einem Quadratgitter habe ich vier Richtungen, die eben ausgezeichnet sind, so vier Gitterrichtungen. Und hier habe ich ja nicht nur fünf, sondern genau genommen 10 Richtungen, in die die Kanten zeigen können. So. Und das ist eine ganz spannende Geschichte, weil diese, ja, probieren wir mal aus, das noch ein bisschen größer zu machen. Oder ich öffne einfach mal ein Ergebnis. Das war kein Dart. Genau, dann machen wir mal, dass wenn wir das immer weitermachen, muss ich ja jetzt nicht unbedingt vormachen, dann kommen wir irgendwann mal natürlich auf Antwort des Programms warten. Da will ich vielleicht ein bisschen was dazu erzählen. Und zwar wurden das ja immer mehr solche Ähnlichkeitsabbildungen. Und jetzt muss Inkscape gerade, um die Vorschau zu berechnen, ungefähr 65.000 solche Ähnlichkeitsabbildungen ausrechnen. Ich muss es glücklicherweise nicht machen, sondern Inkscape tut das für mich. Ne? Und das dauert halt eine ganze Weile. Ich weiß allerdings nicht, ob ich hier den Rechner überfordere. Das kann natürlich passieren. Aber bei meiner altertümlichen Technik hat es jedenfalls funktioniert. Das dauert noch. Das heißt aber schon auch, dass es, wenn du jetzt ein Ergebnis präsentierst, dass es ein Ende von deiner Berechnung gibt, oder kann man das rein theoretisch unendlich machen? Das ist genau die spannende Geschichte. Man kann das nicht nur rein theoretisch, sondern man kann das praktisch sich überlegen, was dabei rauskommt, wenn man das unendlich oft macht. Ne? Und dann kommt natürlich eine immer feinere Zerlegung von dem ursprünglichen Gebiet, was man hatte, raus. Ich kann es natürlich auch entsprechend immer wieder vergrößern und es kommt eben eine sehr schicke Parkettierung von der ganzen Ebene raus. Wenn ich das nur endlich oft mache, habe ich nur endlich viele Teile. Wenn ich das unendlich oft mache, kriege ich unendlich viele Teile. Und hier musste ich das gar nicht so oft machen, um den Rechner quasi hier zum Stehen zu bringen. Das habe ich, also das, was wir hier jetzt gemacht haben, habe ich fünfmal gemacht. Ne, diese Prozedur, immer wieder das Ergebnis ins Original einzusetzen und die neue Funktion zu bauen, habe ich fünfmal gemacht. Das Problem ist, dass sich jedes Mal die Zahl der Teile mit sich selbst multipliziert. Ne? Das heißt also, am Anfang habe ich da, was weiß ich, 4 Teile. Wenn ich das mit sich selbst multipliziere, habe ich dann 16 Teile. Wenn ich das nochmal mit sich selbst multipliziere, dann habe ich dann 256 Teile. Das heißt also, wir haben da eine Funktion, die
ist, man nennt das doppelt exponentiell. Das ist viel schrecklicher als die Exponentialfunktion, die vor ein paar Wochen mal dran war. So, und offensichtlich ist es zu schnell gewachsen für unseren Rechner hier. Also schließen wir das Programm erstmal. Habe ich noch eine zweite auf. Und das schließen wir auch mal. So. Machen wir mal nur eine kleine Variante. Hier sind 35 Kilobyte, könnt ihr erkennen. Also das ist jetzt nicht wirklich so ein enorm großes Bild. Aber er hat natürlich zu rechnen. Gut. Das hatte ich natürlich nicht auf dem Rechner hier ausprobiert, sondern auf meinem kleinen Rechner, den ich mitgebracht habe. Da konnte ich das noch zeigen. So, was eben das Schöne ist, wozu ich euch halt einladen wollte, ist einfach mal zu gucken, ob man mit solchen Funktionen auch spielen kann. Ich habe deswegen eine geometrische Funktion gewählt. Und es bietet sich an, das Ganze dann immer mit Vektorgrafikprogrammen zu machen. Und wir können solche geometrischen Funktionen eben über Klone ausgesprochen gut abbilden. Ja, und wir haben aber hier, wie ihr schon seht, auch so eine komische Gleichung abgeleitet. Da stehen hier so Buchstaben drin. Das war also diese Proportionalität, die bei Ähnlichkeitsabbildungen eine Rolle spielte. Und solche Proportionalitäten, solche Brüche, die werden wir uns dann beim nächsten Mal angucken. Und diese komische Sprache, die dazu führt, dass ich hier sowas wie A' und B angucke, das habe ich auch noch vor mit euch zu machen, wenn wir dann zwischendurch mal die Dreiecke durchgenommen haben. Für heute würde ich sagen, wenn der jetzt noch irgendwann mal der Meinung ist, er zeigt es mir, dann gucken wir es uns an und ansonsten danke für die Aufmerksamkeit und die Geduld mit mir, es sei denn, es gibt noch tolle Fragen. Bisher sind alle Fragen beantwortet und wenn noch welche kommen, dann beantworten wir die natürlich noch im Nachgang bei Facebook, YouTube und auf Twitch. Dankeschön. So. Na dann. Es hängt halt dann bis morgen um dieselbe Zeit. Vielleicht können wir da noch das Bild zeigen.